Aus eigener Erfahrung als ehemaliger Gewichtheber weiß ich, dass in unserer Gesellschaft die Menschen oft glauben, wenn man als deutscher Sportler seine Medaillen holt, bei Europa- oder Weltmeisterschaften oder bei Olympischen Spielen, dann hat man es, wie man so schön sagt, geschafft. Dann ist man durch, dann hat man sich beruflich noch finanziell abgesichert. Das mag in wenigen Ausnahmefällen vielleicht wirklich so sein, wie jetzt bei sehr erfolgreichen Fußballern oder in der Formel 1 oder damals auch bei der Schwimmerin Franziska von Almsick. Das ist aber nicht die Regel. Und das ist erst recht nicht die Regel bei sogenannten Randsportarten, die übrigens nicht so heißen, weil sie keinen Erfolg haben, sondern weil sie sich am Rand der öffentlichen Wahrnehmung befinden. Und das wiederum, weil die Medien diese Sportarten nicht so stark reflektieren, wie das bei äußerst populären Sportarten der Fall ist. Und somit entsteht natürlich ein gewisses Wahrnehmungsvakuum in der Gesellschaft. Man kennt kaum jemanden von Randsportarten. Und genauso geht es Sponsoren. Aber ohne Bekanntheitsgrad können keine Identifikationsfiguren entstehen, kann kein Image-Transfer entstehen, was wiederum sehr wichtig ist für das Sponsoring. Und deswegen halten eben diese Sponsoren oder auch Vermarktungsagenturen eher Abstand. Ist sportlich gesehen absolut ungerechtfertigt, denn wir reden hier nicht von Kreismeistern, sondern hier geht es teilweise um Weltmeister oder sogar Olympiasieger. Also wir sprechen über Sportlerinnen und Sportler, die für unser Land bei internationalen Meisterschaften Medaillen gewinnen. Und trotzdem können sie sich nicht entsprechend ihrer Leistung vermarkten oder Sponsoren finden. Oder was noch viel wichtiger ist, ihren Weg ins Leben nach dem Sport ebnen. Umso erfreulicher ist es natürlich, dass es dennoch Institutionen, Menschen, Projekte gibt, die genau diesen sogenannten Randsportarten helfen wollen. Wie zum Beispiel das Projekt Top-Sponsoring Dresden, was sich speziell zur Aufgabe gemacht hat, von bekannten Sportlerinnen und Sportlern aus Dresden und näherer Umgebung erst einmal den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Denn den Athletinnen und Athleten, denen geht es in erster Linie gar nicht darum, auf einmal viel Geld zu verdienen. Denen geht es erstmal darum, bekannter zu werden, dass man sie wahrnimmt, dass man ihre Leistungen registriert und respektiert. Da geht es schlichtweg um Anerkennung. Alles andere entsteht danach. Aber wenn diese Grundvoraussetzungen nicht geschaffen werden, dann hören diese Sportlerinnen und Sportler entweder auf oder wandern ab. Und das möchte eben auch Top-Sponsoring Dresden verhindern. Indem eben erst einmal der Bekanntheitsgrad erhöht wird. Und zwar in der breiten Öffentlichkeit. Das heißt also nicht nur bei denjenigen, die ohnehin aus dem Bereich Sport kommen oder sich sowieso schon sehr stark für den Sport interessieren, sondern auch bei denjenigen, die in anderen Bereichen unserer Gesellschaft eher zu Hause sind. Also vielleicht in der Politik oder in der Wirtschaft oder in der Kultur. Denn nur so haben diese Sportlerinnen und Sportler tatsächlich eine Chance, auch als Persönlichkeiten wahr und ernst genommen zu werden. Und das ist entscheidend für das Leben nach dem Sport, damit das genauso erfolgreich ist wie das Sportliche. Genau das ist es eben, was sich Top-Sponsoring Dresden auf die Fahnen geschrieben hat. Den Bekanntheitsgrad zu erhöhen in der breiten Öffentlichkeit und natürlich auch für finanzielle Unterstützung zu sorgen. Und weil ich als ehemaliger Gewichtheber, sozusagen als ehemaliger Betroffener, genau weiß, wie schwer, aber auch wie wichtig das ist, unterstütze ich das Projekt Top-Sponsoring Dresden auch gerne als Botschafter.